Nun bin ich bei Harman gelandet. Das ist ja nun wirklich ein Brandname, wie man so modern sagt. Ich will jetzt hier sprechen im weitesten Sinne über Musik hören, Frequenz messen, Sport treiben. Ich habe jetzt gerade versucht, dieses wunderbare Produkt irgendwie auswendig zu lernen, damit ich merke, wie es heißt. Ich kriege das nicht hin. Florian Richter allerdings ist der Profi von Harman. Der weiß, um was es geht. Um was geht es nochmal? Genau, wir sprechen hier über das Under Armour Sport Wireless Heart Rate Engineered by JBL. Also, wenn Sie mir erlauben, das noch zu üben, im nächsten Jahr habe ich es drauf. Aber ich glaube, die Zuschauer interessiert, was ist das? Genau, also da geht es um einen Sport-in-Ear-Kopfhörer, der co-entwickelt worden ist zwischen Under Armour, einer der führenden Sportartikelhersteller weltweit sicherlich, sehr stark im Kommen auch gerade, und Harman, also mit der Marke JBL, auch einer der führenden Audioanbieter, haben sich eben zwei Unternehmen gefunden, die hier wirklich ein ganz großartiges Sport-Headset gebaut haben. Wir können ja mal ganz am Anfang anfangen, also Sport-Headset, aber als erstes nehme ich das mal und höre damit Musik. Genau, also es ist ein Bluetooth-Kopfhörer im Prinzip, koppeln Sie mit Ihrem Smartphone zum Beispiel und können dann eben Musik hören. Das ist natürlich eine super Motivation, wenn Sie im Training sind, wenn Sie noch mal ein bisschen schneller laufen möchten oder eben noch mal die zwei Klimmzüge mehr machen möchten und Sie haben dann die richtigen Beat dazu im Ohr, dann gehen einfach die Dinge ein bisschen leichter. Genau, und dann haben wir natürlich noch ein paar zusätzliche Technologien eingebaut. Zum Beispiel ist da eine Optik drin, die im Ohr den Puls abnimmt, und dann eben über die entsprechende App kann ich dann auf meinem Smartphone verfolgen, wie ist denn die aktuelle Herzfrequenz, in welchem Trainingsbereich bewege ich mich gerade, muss ich vielleicht ein bisschen langsamer laufen, um noch im Grundlagenausdauerbereich zu laufen. Solche Geschichten, Trainingssteuerung ist hier das Stichwort, können Sie halt über diesen Kopfhörer dann im Prinzip nachverfolgen, Ihr Training entsprechend optimieren, und Sie können verzichten auf sowas wie diesen Brustgurt, den eben viele Menschen als störend empfinden, oder auch Uhren, die zum Beispiel, oder Armbänder, die jetzt am Handgelenk zum Beispiel den Puls abnehmen. Und dann kann ich eben über die App mein Training steuern, kann eine ganze Reihe an Auswertungen machen, ich kann meine eigenen Trainings, meine eigenen Herzfrequenz Bereiche zum Beispiel in der App auch dann festlegen, um eben dann in bestimmten Pulskorridoren trainieren zu können. Ich kann verschiedene Workout-Programme festlegen, ob ich laufen bin, ob ich Fahrrad fahren bin, ob ich im Fitnessstudio auf der Rudermaschine sitze. Da gibt es also wahnsinnig viele Möglichkeiten, um dann letzten Endes mit dem richtigen Beat im Ohr dann auch das Training optimal einfach zu gestalten. Machen wir es nochmal ganz sachlich. Bluetooth war ein Stichwort, das heißt, ich kann den ja hier irgendwo an eine Stromquelle anklemmen, aber ich will das ja wahrscheinlich auch mal ohne tun. Sitzt ein besonderer Akku drin? Hält der auch ein Workout durch? Also es ist ein ganz, ganz kleiner Akku drin, der wiegt auch nicht wahnsinnig viel. Wenn Sie jetzt im Sport unterwegs sind und eben die Herzfrequenz währenddessen messen, dann hält der Akku so runde 5 Stunden. Das heißt, wer vielleicht schon mal den ersten gefinisht hat und im zweiten Marathon sich ein Zeitziel setzt, da ist 5 Stunden schon mal eine realistische Geschichte. Wenn Sie natürlich ohne Herzfrequenz einfach nur zum Musik hören den Ohrhörer einsetzen, dann hält der Akku auch dementsprechend länger natürlich. Und wenn ich unterwegs bin, Marathon ist eigentlich ein super Stichwort, oder in Urlaub bin, dann kann ich wahrscheinlich auch das Gerät ganz komplikationslos mit diesen Powerbanks und dergleichen wieder aufladen, nehme ich an, ne? Genau, einfach an der Steckdose, an der Powerbank einfach aufladen, da ist ein Micro-USB-Anschluss drin, Kabel rein, und dann ist das auch sehr schnell wieder aufgeladen. Also ein sehr faszinierendes Produkt, bleibt aber ganz auf jeden Fall noch die Frage, das ist ja schon eine Art Weltpremiere, aber wann ist sie denn auch für den Endverbraucher verfügbar? Also im Handel startet das Produkt im November diesen Jahres, also ein Ticken muss man sich noch gedulden. Die Preisempfehlung wird dann bei 199 Euro liegen, gibt es in Schwarz und in Weiß, da kann man also auch noch mal sich ein bisschen austoben, was die Farbgebung betrifft, genau. Da finde ich das jetzt einfach mal gut, dass ich ein Fitnessarmband irgendwo habe, aber auch gleichzeitig Musik hören kann, gleichzeitig mich selbst überprüfen kann und ob meine Frequenz noch taucht für den nächsten Stand und für die weitere Firma. Das werden wir jetzt einfach mal ausprobieren. Bis dann, ciao.